So, da sind wir wieder zurück bei der liebsten, besten, tollsten Mission der Welt. Mit Yes. der geilen uralten Antenne hier. Genau Und so der ist Akku es. ist aufgeladen. Yeah! Kaum hatten wir die Aufnahme beendet, ist der Akku aufgeladen. Ein Glück, ey. Alles fertig, Gärten. Und das wertvolle Silberbesteck, wollte ich gerade sagen, auch gleich mitnehmen. So. Genau, wenn wir schon dabei sind. Und weg hier. Genau. Komm Jetzt mit. müssen wir werden uns überlegt, wir müssen da irgendwie eine Bombe rüberjagen. Genau, dieses komische, dieser Kanister. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht Leute K.O. sprühen kann. Weil das ist so eine Art Gas. Wenn man das rüberbeamt mit dem alten Beamteil, ne? Genau, Gibt zwar mit dem Kollateralschaden Zylinder. mit den Geiseln, aber wir interessieren dann schon Geiseln. Und der Akku kommt jetzt. Hauptsache wir leben. Hauptsache wir leben. Genau. Kommen wir raus und um eine Vor allem, Cognac wie zu lange die trinken. brauchen, bis sie das Oh. gemacht haben. Er ist drin, Captain. Na, herzlichen Glückwunsch, Mr. Scott. Wie Boris Becker, bin ich schon drin? Ja. So, und nun müssen wir noch was machen? Scotty, was müssen wir tun? Sag es, sprich mit mir. Fummel, fummel, fummel. Oh. Nun, Captain, das ist funktionstüchtig. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir damit anfangen. Ja, weiß ich nicht. Silber? Hast du das Silberding schon rein? Aber was bringt denn diese Konsole nochmal hier, wenn man jetzt das Ding fertig ist? Das kommt hier kurz so ein Schalttafel. Müssen wir damit benutzen? Warte mal ganz kurz. Achso, okay. Dann mussten wir jetzt reinbauen den Kristall, ne? Oh, was ist das denn? Hey, grüner Bildschirm? Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Ist wieder weg jetzt. Ja, ich habe Kristallradius gebaut. Das hatten wir schon letzte Folge. Ja. Jetzt habe ich einen grünen Rahmen um das Bild. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ich hoffe, der ist nachher Komisch. nicht in der Nachbearbeitung zu sehen. Aber ich glaube, der ist außerhalb. Es ist schon ein Weilchen her, aber ich glaube, es wird funktionieren. Er sagt auch immer dasselbe irgendwie. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen, dieser grüne Rand. Nicht, dass nachher das ganze Bild trotzdem grün ist, wenn ich das speichere. Keine Ahnung. Ich speichere mal lieber woanders. Grün. Falls es nichts wird, machen wir halt das nochmal neu. So. Grün, genau. Und das Silbertablett nochmal. Genau. Das Da muss haben wir Scotty machen, alles. ne? Weil. Pille wollte ich gerade sagen. James kann nicht mit Silber umgehen. No, nur mit Frauen. Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon alles gesprochen, deswegen können wir dann wegklingen. So. Genau, das haben wir das. Und jetzt ist es die. Jetzt kann sich Kirk im Silbertablett spiegeln. Seine Locke gerade rücken. So, ich brauche mehr Energie, Mr. Scott. Captain ist dann halt nicht auf der Achso, ja Enterprise. genau. Was bringt denn das Ding zu bauen, wenn der Transporter funktioniert? Jetzt können wir das Ding aufladen. Das haben wir ja schon aufgeladen, das irgendwie verwenden. Hoch, jetzt Prost. haben wir auch noch einen Hacker. Was? Schluck auf. Vielleicht jetzt hier bauen? Ich mach die Kapsel jetzt darin, Mensch. So. Scotty, darf auch mal was machen. Check. Yeah, er ist drin. Wir sollten aber warten, bis es Zeit für den Transport ist, bevor wir das Ventil öffnen. Ja. Gute Idee, Anson. Ernst, Papa, Anson. check auf. Ich speichere nochmal gleich ab. Ich bin mir total unsicher gerade, was eigentlich jetzt Phase ist. So, und jetzt geht's Scotty? los. Beam oder was? Wir sind bereit, Ja. Captain. Check auf für das Gasventil öffnen und ich aktiviere auf Ihr Zeichen den Transporter. Wollen wir es probieren? Was meinen Sie? Vergasen wir alle und kriegen wahrscheinlich minus 10 Punkte. Retten? Hundertprozentig. Weil. Ach komm, wir sind ja eh schon im Soll. Wo geht der jetzt hin? Achso, geht der. Was hat denn diese Konsole zu tun hier? Das verstehe ich nicht. Energie, Mr. Scott. Ja, probieren wir es mal. Mal sehen, was passiert. Wir haben nichts zu verlieren, außer unser Leben. Oh, haben wir es denn selbst gerade selbst weggepustet? Nee. Nö, ich glaube, jetzt können wir aufmachen. Okay. Aber das Gas ist doch hier ausgeströmt. Ach, das sollte vielleicht nur suggerieren, dass es jetzt klappt. Mal sehen, bin gespannt. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder erschossen. Mehr mal gespeichert. Nee, ist tot. Hahaha. Der Ja, Brennstoff hat dann. funktioniert. Ich bin ein Genie. Was ist das denn Also für ein du hast gar nichts gemacht, du Sam. Mr. Chekov, lassen Sie Dr. McCoy zu uns beamen, damit er den Direktor und die Wächter untersuchen kann. Mr. Scott, deaktivieren Sie die Schilde des Museums und lassen Sie ein Sicherheitsteam an Bord beamen. Und wieso haben wir dir unten die Konsole repariert? Und wieso brauchen die so lange, um zu flüchten?
Logbuchergänzung des Kapitäns. Nachdem die Terroristen bewusstlos waren, erwies es sich als problemlos, den Umgehungsschalter des Sicherheitssystems zu orten und auszuschalten. Die Terroristen gehörten einer Familie vom Planeten Lachyan, den Onakanern, an, deren Geschichte von Feindseligkeiten gegenüber den Seransi geprägt ist. Und wer es noch durchsieht, kriegt einen Keks, die ebenfalls einen Anspruch auf die Sonde erhoben haben. Die Sonde ist dieselbe, mit der Lachyan entdeckt wurde und war für die Familien und auf dem Planeten daher von größter symbolischer Bedeutung. Direktor Brezhnya wurde von Dr. McCoy behandelt und ist wieder bei guter Gesundheit und Also hackedicht. Und doll am Saufen, wollte ich sagen, genau. Für Scott und Chekhovs verdienstvolle Hilfeleistungen sind Empfehlungen angebracht, aber für mich nicht. Ich bin nämlich scheiße. Nee. Genau, ich finde die scheiße, Captain. Frau rechts neben mir, senden Sie eine Nachricht an Admiral Richards. Sagen Sie ihm, er schuldet mir mehr, als er glaubt. Yes, Sir. Ich habe das Gefühl, dass er nicht überrascht sein wird, weil Sie sind halt scheiße, Captain. Ja. Ich fürchte, ich werde mich an diese Mission mit großer Traurigkeit erinnern, Captain. Das heißt, ich werde sie ganz vergessen. Ach so. Das Alkoholsfrühling. Und warum ist das Gott? Da fragen Sie noch. Ja. Es war ein so guter Cognac, Captain. Er hat nur auf uns gewartet und jetzt ist er für immer verloren. Oh. Was für eine Verschwendung. Man erinnert sich immer an das, was man verloren hat. Wie pathetisch, Herr Scott. Natürlich, Scotty. Weichei. Ich sehe da nicht weinen, Mensch. Nee. Captain! Eine Meldung von Starfleet! Wie oft habe ich den Satz eigentlich schon gesagt? Ja, ich sehe, Sie haben unseren Bericht erhalten auf dem Bildschirm. Naja, wirklich gut war die Mission, aber nicht. Admiral Kane, warst du? Wir haben unseren Bericht über Beurteilung der Nova Adar Vorwahl gelesen und stufen ihre Leistung als 65 Promille ein. Sie und ihre Mannschaft erhalten einen Auszeichnungspunkt. Eine zufriedenstellende Leistung, Captain, aber du hast noch verbesserungsfähig. Das hat bestimmt damit zu tun gehabt, dass wir die Konsole nicht benutzt haben unten rechts. Aber was hat die da zu tun gehabt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist scheißegal, Hauptsache weg damit. Echt, ja. Das Grüne nervt mich total. Und Warpgeschwindigkeit weg von diesen Alki-Planeten, ja. Ich muss mal kurz was runterstellen. So. Hello. Computerlogbuch der Ente. Sternzeit 6169,3. Während einer Versorgungsmission mehrere Außenstützpunkte in der Nähe des klingonischen und romulanischen Weltraums erhielten wir aus der neutralen Zone der Romulaner einen SOS-Ruf. Auf dem Bildschirm, Captain! Das ist doch mein Spruch. Ja. Oh, ein Romulaner. Den darfst du sprechen. Oh, warum ich? Weil du wie ein Romulaner aussiehst, keine Ahnung. Ja. Hier spricht der zweite Kommandant Gaillon von der Warbird Infinitum. Man beachte den Infinitiv in Infinitum. Wir sind unter... Bitte helfen Sie uns. Scheiß drauf auf die Förmlichkeit. Dir Drecksack, Romulaner, soll ich helfen? Ich krieg... Nee. Captain, Übertragung am Ursprung blockiert. Die Übertragung erfolgte auf der romulanischen Seite der neutralen Zone. Sie wissen ja... Ach, das hat die Ohren erklärt. Alles klar. Captain, das könnte eine Falle sein. Die Romulaner versuchen vielleicht, uns in einen Vertragsbruch zu locken. Ich liebe Vertragsbrüche, besonders das Wort Bruch. Ja, mit Gesetzen hat das ja eh nicht so. Wir können uns nicht in romulanische Angelegenheiten einmischen. Setzen Sie Kurs auf die nächsten Koordinaten. Setzen Sie Kurs Soll-Faktor... Ich werde den SS-Ruf nicht ignorieren, selbst die Romulaner... Ja, wir sind super bereite Supermenschen. Wir retten die Romulaner. Ja, warum nicht? Und los, kein Kopierschutz diesmal? Ich glaube, es war ein Fehler, pass mal auf. Das ist ein Direktor. Computergelogbuch des Captains, Ergänzung. Als Antwort auf einen SOS-Ruf durchqueren wir unsere Verletzungen unter Verletzung des Bündnisses die neutrale Zone Romulaner. Ich glaube, es war ein Scheiß, es war dumm von uns. Wir nennen uns den Ursprung des Notsignals. Wir begeben uns nun in die neutrale Zone. Der Romulaner, Captain. Das ist bestimmt schlecht.
Ja, Zulu? Bin ich das auch? Ja. Captain, ein romulanisches Kriegsschiff nähert sich uns auf Abfangkurs. Nehmen Sie Kontakt auf, Uhura. Ich erhalte nur ein akustisches, eine akustische Antwort. Das könnte aber auch ein Schimpfwort sein, Captain. Hm. Oh. Es ist also die Föderation, die danach trachtet, mich meines Preises zu berauben. Wir werden sie zerstören. Oh oh, ein romulanisches Schiff nähert sich uns auf einem Angriffssektor. Oh oh, hätte ich das nicht machen sollen? Ich bin so ein guter Mensch, weißt du. Ja. Ich will aber jetzt nicht hier sterben. Scheiße. Schutzschilde werden aktiviert. Ja, ich hol schon hier die Waffen raus. Wir haben einen Fehler gemacht, ja? Ich hab keine Ahnung, ich versuche mal zu kämpfen, mal sehen, was passiert. Da ist der Warbird. Oh, was ruckelt denn so? Die hat sie getan, die Sau. Diese Arsch. Sie gerne. Echt, ey. Feiges Pack, ey. und den Weltraum. Und den böser Weltraum. Ja, spannend. Wie hieß denn die Mission eigentlich? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Though this be madness oder sowas. Es ist übrigens die letzte große Mission, danach kommt noch eine ganz kleine Zusammenfassungsmission, also es ist eigentlich schon sozusagen die Schlussmission. Ha, hab ich doch erwischt, guck mal, obwohl du unsichtbar bist, Bitch. Ja, fast. So kämpfen wir gegen die. Ja, weil wir in einer neutralen Zone sind. Ja, aber ich finde das blöd. Wir wollen denen doch helfen, war ja, das gefallen? Ja, ich bin dumm, ich hab's nicht machen sollen. Ich bin halt Captain Kirk, der gute Mensch. Ja, aber vielleicht war das ja gar nicht blöd. Ich hab keine Ahnung, ich kämpfe so lange, bis es geht, und wenn nicht, dann müssen wir nochmal laden. Hast du gespeichert, dann laden wir nämlich nochmal. Ja, aber weiter vorne natürlich wieder. Quinn. Ich konnte ja nicht speichern. Ich hab das letzte Mal gespeichert vor dem... Bevor dem Beam. Hab ihn! Yeah! Hab ihn! Jetzt kriegen wir gleich minus 20. Und die Musik ist ja richtig euphorisch. Hab ich ihn jetzt abgeschossen, oder was? Das hat bestimmt einen Krieg heraufbeschworen. Mhm. Ja, hab ihn. Kommt gleich Starfleet wieder. Captain, sie darf man ja nicht aus den Augen lassen. Ja. Oh, wat? Was? Kobayashi Maru oder was hier? Zurück hier? Ach nee, es war ja mit. Oh. Mal Kontakt mit uns auf. Der Kommandant wünscht visuellen Kontakt. Keinen körperlichen, Captain. Das ein Glück, ey. Das hat doch nicht gepasst mit uns beiden. Bringen Sie sie auf den Bildschirm, alle vier. Starius. Hier spricht Commander Starius Stern Victor. Ja, du Usmiau. Commander, wie antwortet Tintin auf? Punkt, Punkt, Punkt. Erklärungen sind unnötig, Captain. Wir danken Ihnen für Ihre menschliche Reaktion auf den SOS-Ruf der Infinitus. Es ist uns bewusst, dass Sie das Kampfschiff und Notfall zerstört haben. Wir werden über den Vertragsbruch diesmal hinwegsehen. Ist aber nett. Wie nett von Ihnen, ja. Captain, wir sind auf eine beiderseitige Bedrohung gestoßen. Ein Volk, das entschlossen zu sein scheint, eine Vielzahl von Lebensformen zu manipulieren und sich als Brasikaner ausgibt. Wenn Sie schon zuvor Kontakt mit ihnen aufgenommen haben, dann wäre es vielleicht von beiderseitigem Interesse, Informationen auszutauschen. Mhm. Schon wieder so, Spock übermittelt so alles, was sie über die Brasikaner wissen. Den habe ich gehört, wir wissen so gut wie nichts über sie. Ich glaube nicht, dass wir ihnen helfen können. Noch nie von ihnen gehört. Das waren diese, doch, das war ja die Brasikianer sind da die Hauptstory sozusagen. Wenn wir das nehmen hier? Ich will nicht alles geben den Romulanern. Keine Ahnung, ey. Sollten sie Informationen in Erfahrung bringen, dann könnten sie sie uns vielleicht mitteilen. Bitte verlassen sie so schnell möglich den romulanischen Weltraum. Je länger sie bleiben, desto schwieriger wird es, dieses... Ja, Ereignis zu ignorieren. Verstanden. Helmsman, auch nicht schlecht. Setzen Sie Kurs auf den föderierten Weltraum. Der kommt bestimmt aus Helmsklamm. Ja, Steuermann endlich wahrscheinlich. Heute läuft nicht alles nach Plan, ey. Mein Gott, nee, muss man Kaffee, nicht. Ey. Die Praktikantin hat gekündigt. Und der nächste. Captain, eine SOS-Meldung der Starfleet Code 1. Wahrscheinlich kriegen sie jetzt, ja. Achso, Sulu. Ja, das ist eine planetarische Katastrophe, Captain. War das Praxis schon wieder explodiert? Nee, du hast Scheiße gebaut, wahrscheinlich. Achso, ja, sorry. Bringen sie sie auf den Bildschirm.
Oh, oh Gott, jetzt geht's Haue. Captain, ein sehr großes außerirdisches Schiff befindet sich kurz vor der Landung auf dem Planeten Antabes in der neutralen Zone der Klingonen. Schon wieder neutrale Zone, diesmal die Klingonen, super. Die Außerirdischen äußerten ihr Vorhaben, mitten in der Hauptstadt zu landen. Dann wurden alle Kommunikationen mit uns abgebrochen. Seitdem sind alle Versuche, Kontakt mit dem außerirdischen Schiff aufzunehmen, gescheitert. Sie sind dem Planeten Antabes am nächsten. Schätzen Sie die Lage ein und schützen Sie die Kolonisten. Sie müssen Kontakt mit den Außerirdischen aufnehmen.